Hallo. Sonderfahrt. Es geht. Oh, sorry, Leute, ich habe einen vergessen. What? Ich kann sogar. Es klappt. Hier klappt es. Ich kann sogar zum 22. Stockwerk fahren. Mit meinem Schlüssel. Das geht hier auch, oder? Ich denke, nee, Mist. Ach, die Pause ist noch da. Das kennt ihr ja schon. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich ja nichts geändert hier. Alles wie es war, genauso. Ich kann sogar mit meinem Schlüssel in 22. Etage fahren. Ohne Hotelkarte. Ich hoffe, dass es bei allen anderen klappt. Ich denke, es wird klappen. Schon eine schöne Nacht. Boah, ich kann sogar 13 als Test. Warte kurz. Schau mal, es geht. Das war zu mir rein. Einen Moment, ich hab irgendwas eingestellt, hoffentlich. Also ich glaube, ich muss gedrückt halten. Was für Stil. Löschen. Ja, mit diesem Ding kann man wieder löschen. Und das sieht nichts, ich will es ausprobieren. Ich glaube, es ist ganz klar, was passieren, wenn ich das nicht dran. Ich muss abschalten. Oh shit, warum geht's denn hier? Ich werde es nichts ausprobieren, wo nichts geht, auf keinen Fall. Das kann passieren, dass das Ausweisen nicht ausschaltet. Deswegen. Ich muss immer vorsichtig sein mit den Aufzügen. Also, sorry Leute, es tut mir wirklich leid, es ist eine Ausnahme. Es tut mir wirklich leid, ich habe nicht dran gedacht, dass das. Oder sag ich schon. Ich muss mal kurz überlegen. Warte mal. Habe ich schon mal die Sonderfahrt gemacht? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, ich habe schon mal gemacht. Hallo. Oh shit. Oh mein Arsch. What the fuck? Oh mein Arsch. Ich hoffe, dass ich hier reingekommen bin. So, ich zeig's euch mal. Nur mit Schnitzel, da kann man fahren. Tada, geht. In diesem Sonderraum. Nee, muss schon wieder festdrücken. Ah ja, verstehe, wie im England oder in Amerika. So festdrücken. Dann festziehen. Verstehe, es ist echt geil. Dann kann ich ohne Karte fahren. Das ist gut. Finde ich. Oh, da bin ich. Das ist gut. So, da muss ich nicht weitermachen. Da muss ich nicht jemanden fragen. Wir können in Ruhe, was sie machen wollen. Ah, shit, ich hab das gesehen. Das ist zum Glück kein Löschen. Also. Einmal, das weiß ich ja. Das
dich schon ohne Karte zu unserem Anstand mit der Karte Sonderfahrt. Darf man die Karte zum Zahn setzen? Achso, hoch. Ich muss ihn zum Zahn setzen, das kann ich dazu löschen. Ich werde es nicht ausprobieren. Alle Ausnahmen mache ich. Jetzt wollen wir mal runter. Hey, hoch, 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 her zum Anschluss. Das müssen wir jetzt abmachen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute, schau mal hier. Geht gar nichts, nur mit Sonderfahrt oder was? Bei mir ist eins geht, ja, ich werde ein bisschen löschen. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Jetzt kommt dieser, Serviceaufzug. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo Leute, jetzt kommt dieser Aufzug. Ich hoffe, ganz zu dritt. Mist. Jetzt kommt dieser Serviceaufzug. Ich bin jetzt ist ja schon gut, bin ich. Nämlich hier, in dieser, daneben, das ist der Sonne. Ich kann hier hoffentlich Sonderfahrt machen. Ich mach jetzt mal zu. Kann ich ja überhaupt Sonderfahrt machen. Ach nee, ach schade. Mist. Naja, egal. Schade. Oh, einen anderen Schlüssel. Den habe ich einfach was nicht. Das ist eh. Ah, das ist. Ach nein, haben sie blöd geklebt. Da steht. Es. Das bisschen blödes Ding hier, das doch stört. Ich glaube, es ist Sonderfahrt. Aber die Weinschlüssel kann ich nicht. Zu schnell. Er ist jetzt bei der Baustelle. Da muss ich ja aufpassen. Eigentlich ist hier kein Zutritt. Eigentlich ist nicht alle. Ach, ruf. Gerade kann man aber diese anderen Schlüssel. Da können wir ein Foto machen, also kurz. Damit ich weiß. Du war kurz. Jetzt. Am 10. So, hallo. Wir sind zum Erdgeschoss. Nein, -2. Wir sind Eckenschluss. Nee, ich muss -2. Okay. Ich habe verstanden, ist es kein Mast im Kirch mehr oder doch? Ist muss der Mast im Kirch oder kann man weglassen? Kannst du wegmachen. Ab erste Fahrt nicht mehr. Ab dritte. Im Aufzug muss man Maske aussetzen oder nicht? Nicht. Ah. Kannst du ohne Maske. Dankeschön. Bitte. Ich hab gefragt. Ich habe gefragt. Hier ist auch kein Maskenkist mehr. Das bedeutet, ich kann auch ohne Maske fahren. Hä? Also da, ich weiß. Ich kann ruhig ohne Maske. Das ist eigentlich ein bisschen geht an die Sonne, das ist gefährlich. Ich kann doch die Wege zu lassen, die sind mit aller Sonne. Ich kann entscheiden, ob ich ohne Maske fahren möchte oder nicht. Das ist meine Entscheidung. Ich kann gut auch ohne Maske in das Hotel filmen. Dieses Hotel habe ich ja schon gefilmt. Nichts Besonderes, nur diese Baustelle. Ich muss meine Maske abräumen oder was nur zu filmen. Meine Ausnahme. Meine ersten Häuser und dann ist noch die Maske. Also, da können Leute krank sein. Zum Beispiel kranke Menschen, wo so ein Arzt im Hotel ist. Nun ist so schlimm. Einfach erzeugen, trägt mit einer Maske bei Bürogebäuden. Vielleicht nicht. Ich hoffe, dass ich noch weiter negativ bin. Hoffentlich. Ja, stimmt. Ja, genau diese Aufzug. Wollte ich mal fragen, wohin er hinführt. Ja, ich wollte mal fragen, wohin dieser Aufzug hinführt. Das hat mich auch gefragt. Ich will am besten diesen Aufzug nicht fahren. Ich weiß nicht, wohin der führt. Also,
Sophie. Herr Huhn. Sind Blut, dass man nicht fahren. Ich stelle mich ohne Maske, ihr könntet mich besser verstehen. Herr Mustis. So vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin sehr gut. Ich zeige euch mal den Spiegel. Ich habe ohne Maske, das gibt es einen Spiegel überhaupt. Ah, ich zeige euch nur kurz, damit ihr seht, ich bin wieder das Fan. Schau mal, ohne Maske. So sehe ich auch ohne Maske. Hier ist endlich kein Maskenlicht mehr. Oh, endlich. Ja, da bin ich eigentlich so exzellent, so hoch. Aber ich bin da gut, was meinst meinen. Also hier lassen wir uns. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute. Also Leute, schau mal, vielleicht könnt ihr es sehen, schau mal, ich könnte so ohne Maske. Endlich. Jetzt, ich muss meinen Schlüssel über die Kamera. Jetzt haben wir auf der Sonderfahrzeug überhaupt. Ich denke. Hoffentlich hat er einen. Nee, gibt's keinen Mist. Mann. Da waren Otis. Oh, muss es sein. Das könnte jetzt besser sein. Hallo, Odin. Lobby. 2000, ja, den Aufzug habe ich mal. Ja, ich habe eine Frage. Könnt ihr mich besser verstehen, wenn ich ohne Maske trage? Das ist neu, oder? Es gibt vorgeschriebene Maskenpflicht. Ja, das heißt, die empfehlen die Maske. Deswegen empfehlen die. Ich kann sogar die Aussicht zeigen. Oh, mir fehlt keine Klamotten. Ach du Scheiße. Scheiße, hier. Shit. Kann man beobachten, deswegen. Das ist die Sora, habe ich mein Aussicht mal gefunden. Das war ein Kohle. Wunderbar ist. Diese Aussicht könnte man ja zeigen, aber ich will nicht. Ich habe Angst, dass er von mir. Da kommt keiner. So, da bin ich. Ja, schon mal da. Dieses Hotel ist ja öffentlich eingeführt, nur für Hotelgäste. Ich glaube, ich habe ja einen Schlüssel, da kann ich. Dann kann ich mit euch ein bisschen aufzufahren. Das heißt, ich bin ja jetzt wohl da. Ja, ich wohne ja halt in München. Ja, ich frage, könnte mich das besser für jemanden. Könnt ihr jetzt mich besser verstehen mit ohne Maske? Schreibt bitte in den Kommentaren, wenn ich eine Umfrage erstelle. Dann frage ich mich einen aus mit ohne Maske, dann könnt ihr mich besser verstehen. Dann schreibe ich diese blöde Maske. Dann gehe ich nach Paris. Paris ist Essen. Und gut, dann kommt es ja mit. Aber von oben, glaube ich. Hey, das ist ganz so windig. Ach, hier ist einfach ein Aufzug. Da steht Tür Nummer 102. Tier Westin, Grand Hotel. Warum gibt es da sogar diese Nummer, diese Telefon hier, anstatt diesen Alarm? Da müssen wir auf Reife ausbringen, sonst wenn ich hier aus Versehen drücke, dann damit angerufen. Wo ich testen darf, auf keinen Fall. Ich habe ja schon euch schon vor 5 Monaten oder 6 Monaten gesagt, dass kein Alarm mehr, habe ich euch doch gesagt. Ihr müsst jetzt dran halten, oder ich war selber schuld. Ich war halt, ich habe nicht dran gedacht, dass ich ausgemacht habe, kein Alarm mehr. Ich glaube, damals haben wir in Augsburg, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mich verstehen könnt, mit ohne Maske. Jetzt mal zum Lobby. Ja. Da muss ich feste tun. Wieder. Ach, shit. Mann. Das ist ärgerlich, dass man nicht in meinen Schlüssel das resetten kann. Dann ist wieder normal. Mann, dann raus. Ich muss zum zweiten Stock fahren. Das kostet Energie. Das aufzuwerfen, Energie sparen. Dann wegen diese blöde Arschloch, diese Putin. Der Putin ist ein Arschloch. Wie das in den Rechtsgeschoben wird? Ja. Der Putin ist echt ein Arschloch. Ich sag immer, auch kein Mann den Putin. Echt ein Deck. Deswegen dieses blöde Geld, die müssen diese Miete, dieses Strom, 2000 Euro, ist echt.
teuer, mit Schweinen. Ja, dann also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute, wir haben das dann entdeckt hier. Gibt es einen Aufzug oder nicht? Ach, also. Warte mal. Habe ich mal den Aufzug noch nicht mal gewärmt oder nicht? Das ist nicht im Betrieb. Hä? Eine Taste? Nee. Er ist kaputt oder was? Keine Ahnung, wie es geht, ich so meinen Schlüssel braucht man. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute. Und bleibt gesund. Ja, also Leute, hier ist der Aufzug. Ich hoffe, dass er Sonderfahrt hat. Mein Schlüssel funktioniert. Das habe ich ja euch ja mal gezeigt. Das ist Amsterdam, Rom, Stuttgart, Berlin und so weiter. Hoffentlich, bitte, 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 bitte. Mann. Hast kein Vorzugsfahrt. Mann, Leute. Und ich bin bei diesem blöden Westner. Kein Vorzugsfahrt hat. Nimmt auch nicht, passt nicht in seinen Schlüssel. Nur kurz neunmal Otis. Also schon neue Otis. Ah, ich glaube, hier mein Vater, damals dunkel. What? Ich glaube, ich werde hier mal, damals dunkel, glaube ich. Ah, jetzt ist es richtig hell. Ich kann euch hier mit der Tour machen, ich habe meinen Akku. What? Oh, ich kann so euch das zeigen. Wow. Weiter. Ich könnte euch ja wieder einen Showcase machen, gleich danach. Nach diesem Video. Das kommt alles später, nicht jetzt. Damit ich einen Showcase machen mit ohne Maske, damit ich mich... Das kommt danach. Wenn meine Mutter mehr Zeit gibt. Das kommt alles später. Ich mache wieder einen Showcase. Mit der Seiteneingang. Ja, geh hier ran. Montreal. Ein Brandfahrer auf zu nicht benutzen. Zum Glück habe ich meinen Schlüssel. Meinen Schlüssel kann ich euch Showcase machen. Fürs Hotel. Hotel-Tour. Showcase heißt nicht mehr. Ist das nicht viel? Ohne Maske, da könnt ihr mich besser verstehen. Ich soll ja mal deutlich sprechen. Hallo. Das kommt, ich werde es nochmal filmen, hat sich etwas verändert. Ich will sagen, wir müssen hier stoppen. Ich möchte euch die Stadt am besten hier untergeschossen sehen. Showcase. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.